Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge hier auf der Silonka. Wir müssen uns ja noch gemeinsam die neue Produktion ansehen. Ihr seht, wir befinden uns bereits im Dezember und zwar aus gutem Grund. Ich wollte mir vorab ansehen die Klavierproduktion, wie lange es dauert, ein Klavier zu produzieren. Und es dauert genau 5 Ingame-Monate, aber sieht mal, was mir noch aufgefallen ist. Hier liegen so gut im Winter zumindest oder Herbst die Blätter so auf der Straße. Ist mir vorhin beim Vorbereiten des Videos so aufgefallen. Ja. Sieht auf alle Fälle hübsch aus, auch hier auf den Feldwegen. So, damit wollen wir nun starten. So, und zwar die neuen Produktionen wollen wir uns ansehen. Klavier schauen wir uns ganz zum Schluss an. Wir starten. Ja, fangen wir mal bei der neuen Bäckerei an. So, und zwar, ihr seht, hier ist schon ein bisschen was produziert. Brot, Torte. Ja, das kennen wir alles soweit schon. Abkippträger ist, ich glaube, da, wo wir gespawnt sind. Genau, hier ist der Abkippträger. Und hier kommt dann unsere Backwaren raus. So. Dann spawnen wir zur Schreinerei. So, hier ist der Produktionsträger. Hier werden eure Möbel produziert. Einmal Holz und Bretter. Ja, müssen wir uns auch nicht genauer ansehen. Hatten wir ja schon auf der Forstkarte. Ach, hier ist der Abkippträger. So, da. Erst schauen wir uns die Produktion an. Ja. Ich sag mal die älteren, wo jetzt nichts vorbereitet werden musste groß. So, das ist unser Sägewerk. Hier ist Abkipptrigger. Hier spawnen unsere Bretter. Die Bretter brauchen wir nachher bei der Klavierfabrik. Die sehen wir uns zum Schluss an. So, dann. Ja, dann haben wir ja bloß noch die drei Vorbereiteten. So. Und zwar sind wir hier bei der Suppfabrik. Ich habe da mal was vorbereitet. Hier vorne ist der Abkippträger. Kippen wir mal ein bisschen rein. So. Hier ist der Produktionsschlüssel und hier sind die fertigen Suppen. Das ist einmal Dreierlei Suppe. Dann das Grüne ist die Kartoffelsuppe. Rote Beete Suppe. Karottensuppe. Haben wir noch eine? Ja, Pastinakensuppe. Hast du jetzt hier keine? Doch, hier hinten. Pastinakensuppe ist auch ja, so ganz dunkelgrün. So sehen die Paletten da aus. So, wie gesagt, hier vorne ist Abkippträger. So, schalten wir mal Motor aus. So, Suppe. Ja, ihr seht's, Karotten, Pastinake, rote Beete und Kartoffeln kommen rein. Dreierlei Suppe, Karottensuppe, Pastinakensuppe, rote Beete Suppe und Kartoffelsuppe kommt raus. So. Dann sind wir einmal in der Kartoffelverarbeitungsanlage.
Hier ist der Abkipptrigger, da der Produktionsschlüssel. Hier spawnen schon die ersten Sachen. Was haben wir denn hier? Einmal Kartoffelchips. Hast du nur Kartoffelchips? Er produziert dreimal Kartoffelchips. Achso, kommt immer auf das Öl ran, was man reinmacht. Okay, also hier nur die Kartoffelchips. So. Abgekippt hat er alles. Dann können wir hier hin. So, hier ist der Abkipptrigger. Das ist die Konservenfabrik. So, hier ist der Produktionsschlüssel. So, jetzt müssen wir bloß mal gucken, wo unser fertiges Zeug spawnt. Da komme ich da rein. Sieht nicht so aus, okay. Irgendwo muss es ja spawnen. Ach, hier hinten. Gut. Wir haben einmal rote Beete-Dosen, dann haben wir Karotten, ja, sieht aber eher aus wie Gläser, aber okay. So, das sind die Pastinaken. Das kommt alles raus. Und zwar, ihr seht es hier, ist schon alles voll. Habe ich schon vorproduziert. Reinführen könnt ihr Karotten, Pastinaken, rote Beete und bekommt das dann in, ja, ich würde sagen, in Gläsern. Bekommt ihr das dann raus? Ja, sieht doch gut aus, die Gläser. Hat doch scheint's gut hinbekommen. Das waren soweit die Produktion. Wir schauen uns jetzt aber noch genau. Klaviermanufaktur. Ups, mal dahin. So, 1%. 1% sieht so aus. So. Die Klaviermusik ist ja auch passend. So, machen wir mal hier an. Denn wir wollen ja ein bisschen was sehen. Machen wir jetzt beim Schnelldurchlauf die 5 Tage. Da baut sich dann das Klavier so langsam auf. So. Und nach 5 Ingame-Monaten wird es dann verkauft für 90.000. Und dann beginnt der ganze Spaß wieder von vorne. So. Das war's auch schon mit den neuen Produktionen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir doch ein Däumchen, Abo oder Kommentar da. Und mich würde es natürlich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Nachmittag und tschüss!